Der Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin kehrt zurück nach Wiesbaden. Vom 4. bis 7. Mai 2019 lautet das Motto: Digitale Medizin – Chancen, Risiken, Perspektiven. Im Kongressteam ist Professor Peter Alter. Sein Schwerpunkt? Komorbiditäten bei COPD-Patienten. Die COPD stellt ein Bindeglied zu den anderen Komorbiditäten dar. Das ist zum einen pathophysiologisch begründet, denken wir beispielsweise an eine systemische Inflammation, die bei der COPD wohl anzunehmen ist, die aber auch dann andere Erkrankungen auslösen kann. Das mag aber auch über das Leitsymptom Dyspnoe gekoppelt sein, insbesondere an kardiovaskuläre Erkrankungen. Und insofern ist es auch für viele andere Teildisziplinen der inneren Medizin wichtig, die COPD im Kopf zu haben und daran zu denken, dass möglicherweise eine pathophysiologische Interaktion vorliegt. Die laufende COSIC-CONET-Studie, an der das Team um Kongresspräsident Vogelmeier beteiligt ist, sammelt Daten zu Organstörungen und Manifestationen außerhalb der Lunge. Aktuell ergeben sich neue Aspekte bei den Beobachtungen des linken Ventrikels. Wenn wir jetzt einen COPD-Patienten anschaut, da scheint der linke Ventrikel per se eher kleiner zu sein. Da gibt es auch plausible Hinweise für, zum Beispiel durch eine Vasokonstriktion im Lungenkreislauf. Und das scheint auch dazu zu führen, dass die linksventrikuläre Masse leicht abnimmt. Und wir haben jetzt in COSIC-CONET beispielsweise gesehen, dass das trotzdem mit einer Zunahme der linksventrikulären Wandspannung einhergeht. Das ist etwas, was man üblicherweise bei der Herzinsuffizienz nur bei dem dilatierten Ventrikel findet. Das scheint aber hier, vermutlich infolge dieser Abnahme der Myokardmasse, auch bei dem kleineren Ventrikel der Fall zu sein. Und das könnte natürlich eine erhebliche Prognoserelevanz für die Patienten haben. Wie diese Ergebnisse sich auf Diagnose und Praxisalltag auswirken, wird auf dem Internistenkongress 2019 diskutiert. Auch stellt das Motto Digitale Medizin die Frage nach Perspektiven für Patienten und Mediziner. Ich denke, Digitalisierung wird uns allalong helfen, die Erkrankungen der Patienten deutlich besser zu verstehen, besser einordnen zu können, weil es uns ganz andere analytische Möglichkeiten bietet. Es wird beim nächsten Kongress viele neue Aspekte zur Digitalisierung geben, insbesondere auch was das Heimmonitoring von Patienten betrifft, sodass sie zum Beispiel tägliche Messungen durchführen können von beispielsweise Atemflussparametern und diese dann regelmäßig an die behandelnden Ärzte übermitteln. Erfahren Sie mehr zu diesen Schwerpunkten der inneren Medizin vom 4. bis 7. Mai 2019 in Wiesbaden, der Gründungsstadt der DGIM. Ich möchte Sie ganz herzlich zum nächsten, zum 125. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin nach Wiesbaden einladen. Dort erwarten Sie interessante Workshops, Symposien und Vorträge zu pneumologischen Erkrankungen und Komorbiditäten. Ich freue mich sehr auf Ihr Kommen.